Hallo und willkommen im Signal Iduna Park. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Begegnung. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Da kann er ihn stoppen. Gefährlich! Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Axel Witzel steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Drei Stürmer zu Beginn. Drei! Und da ist sie, die Startaufstellung von Ajax Amsterdam. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Oh, das könnte was werden. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Jetzt die Ecke. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den... Die Chance zur Führung. Der BVB mit dem Tor. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Jetzt liegt die Dortmunder Borussia vorne. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Emre Can. Weg ist der Ball. Ziyech. Klasse Pass! Ja, mit viel Übersicht. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Und selbst in der Wiederholung ist das schwer zu sehen, aber ich denke, er lag richtig. Packen ziehe ich. Dazwischen gegangen erstmal von Hummels. Dortmund über außen. Macht er gut. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Nusay Mazraoui. Ziyech. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Ballverlust. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Der muss doch drin sein. Sie machen das Tor. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und jetzt versuchen es die Gäste mit der Abseitsfalle. Das ist nicht ohne Risiko. Wenn es gut geht, kann es ein gutes Mittel gegen die gegnerische Offensive sein. Ashraf Hakimi. Jadon Sancho. Emre Can. Gute Aktion. Stark gemacht. Das könnte was werden. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Promes. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Jadon Sancho. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt.
Klasse Zuspiel. Oh, da trifft er die Latte. Ecke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ballverlust. Was macht er draus? Gefährlich! Super Pass! Die Riesenchance! Da ist der Ball drin! Der Ball geht platziert in die untere Ecke. Toller Abschuss, so natürlich keine Abwehrchance.